Kamera. Ja, habe ich schon alles gesehen vorher. Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie seht ihr, ich bin wieder im Dschungel unterwegs. Bombiges Wetter, kurzärmlich. Wir sollten heute 18, 20 Grad kriegen. Und ja, es ist heute Samstag, es wird wahrscheinlich einiges los sein. Bin da wieder in so ein neues Gebiet, wo ich schon mal kurz vorgestessen bin, gegangen. Da möchte ich noch ein bisschen weiter schauen. Habe eine Kleinigkeit zum Essen mit einem Kaffee, eh klar. Und lassen wir uns wieder ein bisschen gut gehen. Und ich denke, ihr seid sowieso wieder dabei. Also, schauen wir, was mein Leben heute. Ah, der ist da relativ frisch umgekracht. Dort liegt auch noch ein Stückchen. Da oben ist ein Abbruch und der hat sich da schön reingelegt. Ja, da schauen wir jetzt einmal wieder durch. Da liegt einiges kreuz und quer wieder mal. Das Wunder ist heute wirklich herrlich ruhig. Schaut aus, wo jetzt habe ich schon zum Wasser oder nicht? Das überlasse ich jetzt euch. Ihr könnt das gerne entscheiden. Habt 3 Sekunden Zeit. 1, 2, 3. Zeit ist vorbei. Okay, es habt ihr euch entschieden. Wir schauen alle zum Wasser. Imposant. Das Wasser ist immer noch schön grün. Absolut top da. Alles voll von Spuren. Ja, gegen den Zapfen, aber da war ich halt Spuren drin. Da hat sich der Biber-Putzemann auch schon verewigt und knappert sich ans Ohr. Im Augenblick ist mir noch nichts für die Flinten gerannt. Nicht Flinten, objektiv, Birkenjäger. Ich schieße lieber mit der Kamera. Ich habe einen leichten Magigeruch in der Nase. Der kommt von da drüben aus dem Dickicht. Schauen wir mal. Da vorne aus dem Dickicht. Ja, ich habe den Magigeruch in der Nase. Ich würde aber auch nicht aufscheuchen. Ich habe keine Angst vor einer. Ich habe zwar einen Respekt, aber ich muss da jetzt nicht unbedingt die alle nervös machen. Vielleicht sind da auch ein Kessel mit Jungviecher drin, mit Frischling. Da kriegen wir mal dumm und schau da hinten rein, da ist es nicht so dicht. Ja, wie gesagt, Platz und gibt es da so viel Schöne. Schau da noch mal ein Stückchen für ihn. Ja, ich glaube, wenn wir den da nehmen, der gefällt mir gut. Da bin ich auch relativ geschützt. Okay, der hat da zwar einen toten Rostzorn drauf, aber ja. Es geht kein Wind, nicht ich denke. Den werde ich mir einfach reindeutzen. Passt, sieht sich gut. Ich habe heute alle 2 Tische mit. Da bin ich jetzt ein bisschen windgeschützt da. Ja, passt, packen wir aus einmal. Ja, heute habe ich ein bisschen mehr dabei. Ich zeige euch gerne mal, was es gibt. Es gibt heute so scharfe Griller, habe ich da.
Dazu eine Erdäpfel, den werden wir sich gleich schneiden und reinhauen. Also ein Stück Frühlingszwiebel habe ich noch mit. Habe auch wieder mal die Dampfhandel dabei. Und kochen tun wir heute wieder auf meinem Lieblingskocher. Ja, ich weiß, das können manche schon gar nicht mehr hören, aber jetzt zeige ich einmal was. Der Leo war so lieb und hat mir sein, was er hat, zur Verfügung gestellt. Den 135 bis 145, den gibt es noch nicht. Hat er mir gegeben. Da passen jetzt auch gute Töpfe drauf mit 1,3 Liter, habe ich daheim. Ja, das ist mein Standard. Und dazu hat er sich gerade was Neues einfallen lassen, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und zwar, ja, die erste Idee kommt eigentlich von mir. Das sind unsere Standard-Hageln, was sind. Und da bin ich jetzt hergegangen und habe die da hinten ein bisschen zusammengedruckt. Ich mache euch dann noch eine Aufnahme. Dann halten die da drin viel besser. Und der Vorteil ist, man kann es nicht verlieren. Die halten super drin. He? Und so verliere ich es nicht mehr. Ja, dann hat mir der Leo jetzt noch nachgeschickt. Pfannenhalter hat jetzt gerade den Versuch zum Probieren. Finde ich auch gelungen. Die kann man auch beim Großen gleich verwenden. Und zwar hat er die Hageln so gebogen, dass die jetzt in die Höhe stehen. Ich blende euch dann überall die Büdeln davon ein. Ich habe es noch ein bisschen zusammengebogen, auch wieder, dass ich es nicht verliere. Und auf das passt jetzt dann optimal ein Pfandl drauf. Oder man kann auch hergehen und gibt es da weiter oben eine. Wie gesagt, ich habe so gebogen, dass es von allein halten. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Abstand rauf. Die sind eigentlich gerechnet für den kleinen, dass ich die da verwenden kann und einen Topf draufstehen kann. Dann zischen die Flammen da oben raus und winden sie einmal einen Topf. Aber ich habe den großen heute auch mit dabei. Und möchte mal schauen, das große Pfandl passt da ja eigentlich drauf. Und so werden wir es heute einmal verwenden. Ja, dann habe ich mir statt meiner hölzernen Grillzangen jetzt einmal das Ganze in die Darm bestellt. Kostet 10 Euro, ist 17 cm lang. Und jetzt werden wir das Ganze da mal anzünden. Ich lasse ihn gleich mal auf die oberen, dass er ein bisschen mehr Flammen durch kann. Ich will nicht, weil wenn das zu nah ist, kann natürlich sein, dass das Ganze da unten die Hitze staut. Und das ist dann natürlich auch nicht besonders. Der Frühlingszwiebel. Ja, wie man sieht, habe ich müssen ausweichen, weil ich habe die Hitze unterschätzt. Nämlich, wenn man so denkt, was riecht da so komisch, da hat man mein Tischerl schon ein bisschen angehockelt. Wurscht, schleife ich mir daheim an. Passt wieder. Alles müssen am Boden stehen. Ja, man lernt nie aus. Jetzt weiß ich es, das wird einfach zu heiß. Das wird alles sehr, sehr heiß. Ja, muss man austesten. Und wenn nicht, dann ist halt für das nicht unbedingt geeignet. Ist ja auch nicht schlimm.
Sehr, sehr fein. Von Geschmack her sind die Wahnsinn. Dezent scharf. So, aber jetzt ist sie einmal gemütlich fertig. Wir sehen sie dann später nochmal. So, zusammengegessen haben wir. Das haben wir ein bisschen wieder ein Öl reingegeben. Ich koche jetzt mit alle beide. Nehme ich einmal mein Käfchen. Das kommt da gleich rauf. Und auf dem anderen kommt jetzt mein Nachspeis. So. Ja, was habe ich dabei? Ich habe kleine Pfannkuchen. Die sind schon fix fertige. Die kommen da jetzt ein bisschen rein. Wir haben da jetzt ein bisschen wärmen. So, aber. Ja, und jetzt verfeine ich das und dann zeige ich das. So, da kommt jetzt ein bisschen Schoki drüber. Und so lasse ich mir das jetzt einmal schmecken. Keine Ahnung, wie die schmecken. Werden wir mal kosten. Ja, Freunde, Krankensesseln. Der erste Gruß geht wieder an euch. Gesund werden. Und natürlich, meine Gesunden werden sie mir nicht krank. Prost! Kalorienbomben. Na, das gefällt mir nicht, das wieder. Habe ich gleich meine ersten Bedenken? Ja, ich habe jetzt einmal soweit alles hergerichtet zum Zahnpacken. Da schaut es wirklich trieb aus da hinten. Ja, bevor es schlimmer wird, gehe ich halt heim. Was soll's. So. Passt. Gehen wir, jetzt scheint die Sonne wieder. Weg da unten. Naja. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich denke schon, da oben ist ganz schön trieb. Ja, ich habe jetzt auch Glück, dass ich eigentlich in die Richtung da noch muss. Zum Glück ist es noch nicht kühler geworden. Also. Ich weiß zwar nicht genau, wie warm es ist, aber es ist nicht kühler geworden. Jetzt hat es noch durchgehalten, das Wetter. Ich habe jetzt noch gute 15 Minuten bis zum Auto. Dann habe ich es geschafft. Ich glaube, das wird sich ausgehen. Ich habe da jetzt ein bisschen Gas gegeben. Schaut da hinten nicht gut aus. Aber wie gesagt, das sollte gleich da sein. Ich will nur nicht, dass der Wind stärker wird, weil da herin ist das nicht gerade lustig. Da habe ich noch ein paar gefunden. Da dürfte noch einer sein. So, jetzt habe ich es fast geschafft. Ich glaube, ich komme noch trocken zum Auto. Ich verabschiede mich aber gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.